Ja, wir sind wieder im St. Maria Elisabeth Haus in Bad Lahr. Heute eigentlich ist das der Bereich Garten, wobei das jetzt nicht nach Garten aussieht, aber trotzdem im Kreativraum, kann man sozusagen sagen. Jens, heute haben wir etwas vor, was nachher so aussehen soll. Vielleicht erklärst du mal kurz, was ist das? Das sind so kleine Geschenkpäckchen, die werden aus einfachen Materialien, die zum Beispiel jeder zu Hause hat, wie so Toilettenpapier in Rollen oder von einer Küchenrolle, kann man dazu nutzen, je nach Größe. Dann kann man dazu nehmen Papier, wenn man geschickt ist, selber zu Hause Papier schöpfen. Das ist das geschöpfte Papier, genau, was es hier im St. Maria Elisabeth Haus gibt. Das macht ihr nämlich selber, finde ich total schön. Hat auch eine schöne Struktur. Genau. Hat man aber nicht überall, aber trotzdem, man kann auch solches buntes Papier, glaube ich, nehmen oder Geschenkpapier. Papier oder eben halt Geschenkpapierreste vielleicht. Ja. Auch unten jetzt zur Advents- Weihnachtszeit vielleicht ein bisschen mit Weihnachtlich oder sonst normales. Und Rüdiger und Lucia sind mit dabei heute, die assistieren so ein bisschen, aber was wir brauchen, ist für sie natürlich ganz wichtig. Auf jeden Fall ein bisschen Geschenkband, wir brauchen Schere, wir brauchen Lineal, Bleistift, Kleber, die Rollen und was ich erstmal nicht verstanden habe, aber was mittlerweile ja ganz klasse ist, nämlich diese Tassen. Wozu sind die da? Wir zeigen das einfach mal, denn jetzt wir müssen das einfach platt drücken erstmal und dann auf diese Ecke legen. Mal durchziehen, das muss dann richtig fest sein, das können Sie natürlich auch in der Schere machen. Aber nicht so fest drücken, dass es dann durch ist. Und zwar alle vier Seiten müssen einmal hier quasi gefalzt werden. Lucia und Rüdiger, die bauen mittlerweile schon was zusammen, was wir dann nachher fürs Bekleben gebrauchen können. Und dann können Sie das nachher im Prinzip, wenn Sie es zusammenfalten, Sie werden sehen, warum das wichtig ist, dass man diese Tasse benutzt. Dass wir das genau auf die Ecke setzen. So, dann muss nämlich einmal durch. Das heißt, wir haben jetzt hier ganz klar hier so starke Linien. Das ist das Papier, das jetzt eingedrückt. Richtig, ne? Da kann man es dann eindrücken. So, und jetzt kommen wir aber zum schönen Teil, glaube ich. Ne? Weil bevor wir das Ganze knicken, muss es, glaube ich, geklebt werden. Ne? Richtig. Dann nehmen wir einfach mal das Papier. Das hier ist ein bisschen härter, das heißt, also, man muss da ordentlich mit Kleber arbeiten. Eine Schere schnappe ich mir auch. Und ich mache jetzt mal einen etwas schmaleren Streifen. Und ich finde dieses Papier halt sehr schön, weil das eine wunderschöne Struktur hat. Aber nicht jeder hat dieses handgeschürfte Papier da. Einfach das Erste, ich nehme mal den Prittstift oder von Uhu gibt es das natürlich auch oder von verschiedenen anderen Marken. Kleben das hier drauf, einmal anlegen und glaube ich einmal rüberklappen. So. Ein wenig festdrücken, dann hat man zumindest, sollten Sie auf jeden Fall die Mitte wählen, weil wenn es zu sehr am Rand ist, dann haben Sie nachher ein Problem, wenn Sie das Ganze umknicken. Zweitens noch einmal kürzen, dann nochmal den Prittstift. So, jetzt würde ich dich schon mal bitten, Jens, schneid mir doch schon mal ein schönes Band ab. Das Goldene finde ich, das passt ja eigentlich ganz gut dazu, was wir hier haben. Also nicht, das Band nicht zu kurz wählen, weil meistens ist es so, dass das Päckchen dann doch nachher größer ist. Das klebt schon mal. Und ich knicke das jetzt an diesen Stellen, die wir vorher so eingestanzt haben, da knicke ich das schon mal vorsichtig ein. Und dann sehen Sie auch, wofür das gut war, nämlich das ist dieses typische Runde, was man auch fürs Geschenkpapier hat. Sehen Sie, genau das ist schon los. Es geht der Kleber ab, das macht aber überhaupt nichts. Wir nehmen die zweite Seite hier auf der Seite. Und dann haben wir nämlich hier schon mal diese Seite geschlossen und man kann es befüllen. Also ihr macht es ganz gerne, glaube ich, mit irgendwelchen Süßigkeiten, aber zum Beispiel das hier wird auch in der Werkstatt hier hergestellt. Das kann man natürlich auch befüllen. Also alles, was man an Geschenken so hat. Ne? Und du hast mir gerade gesagt, Jens, man kann es tatsächlich auch nutzen, um dann zum Beispiel für den Adventskalender, wenn man da eine Wand da durchzieht. Wie viel darf ich rein tun? Drei, vier. Mal gucken, was reingeht. Ich nehme auch mal jetzt nochmal ein bisschen dunklere Schokolade. So, das habe ich jetzt unten rein. Und da kann man nämlich jetzt die zweite Seite hier zumachen. Also prima für den Adventskalender. Der Kleber, ich merke das schon, mein Finger klebt schon ein bisschen fest, der hält auch ganz gut. So, das ist keine große Kunst mehr, aber das ist auch eine Unterstützung. Jetzt vielleicht magst du mir mal irgendwie das goldene Bändchen darum schneiden. Ja, guck mal. Jemand hat so gesagt. Ne? Ja, wir haben so gemacht. Ne? So, einmal so. Einmal in der Mitte sozusagen da drehen. Einmal über Kreuz. Du hältst fest. Wir drehen es noch einmal um auf die andere Seite. Das können wir natürlich da noch ein bisschen verrücken. Machen dann ein schönes Schleifchen drauf. Dazu bräuchte ein Finger dann auch wieder Jens. Tippitoppi. Einmal ziehen, nicht den Finger drin haben. Eine Schleife drauf. Ein wenig stramm ziehen. Einmal abschneiden. Das machst du mal final. So, und schon haben wir nämlich ein schönes, fertig befülltes Päckchen, relativ leicht zu machen, kein großer Arbeitsaufwand, auch kein großer Materialeinsatz und es sieht wirklich schick und perfekt aus. Also wie gesagt, entweder
Schlicht oder ein bisschen verziert oder auch für den Weihnachtsbaum oder für den Adventskalender oder als Geschenkpackung. Sehr schön gemacht. Danke, dass wir hier sein dürfen. Das war's von unserer Seite.